Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar wollen wir heute den Beamer, den ich eben ausgepackt habe, uns mal die Hardware angucken an sich, also alles, was mit bei ist, wie es verarbeitet ist. Ich hole euch dafür noch mal ein Stück näher ran. So, dann fangen wir mal mit der Fernbedienung an. Sie ist sehr leicht. Ja, hat so ein bisschen kantig hier an der Seite. Aber liegt so an sich gut in der Hand. Aber ist halt, fühlt sich halt, ja, dünnes Pflaster halt. Also. Ja, ich hätte Angst, wenn ich zu doll aufdrücke, dass sie vielleicht doch irgendwann mal durchbricht. Aber ist okay. Man muss ja nicht wie ein Berserker drauf rumreiten. So, wie gesagt, dann im Unboxing hatte ich ja schon gesagt, ein Stromkabel ist noch mit bei. Ein HDMI-Kabel mit nicht vergoldet, sondern oben silbern. Und dann noch ein Komponentanschluss. Ich verwechsel Komposite und Komponente immer. Also rot, weiß und gelb. Und dann das Rad ist hier noch mit drin, was man vorne runterschraubt. Dann ein Anleitungsheft in mehreren Sprachen, auch Deutsch. Dann halt diese Karte, wo man halt, ja, was haben sie da? Werbung für Social Media? Nee. Teilen und bewerten. Offizielle YouTube und Facebook und Twitter-Kanal. Also die haben auch einen Facebook-, YouTube- und Twitter-Kanal. Und dann haben wir hier noch Service-E-Mail-Adressen für USA, UK, Deutschland, Frankreich, Italien und IS, also denke mal Spanien. Und dann haben wir noch mal so ein separates Heft mit bei. Also sehr schön bebildert alles. Wo denn halt noch mal steht, wie man abmacht und was man putzt und also alles mit bei. Und dann haben wir hier den Beamer. Ich werde euch noch mal ein Stück rumholen und neigen, damit wir das hier besser sehen können. So. So. Ich werde das mal so ein bisschen kippen. Also wir haben hier den An- und Ausschaltknopf. Dann haben wir hier drei Striche, ein Viereck mit einem Pfeil und hier, das ist ein Pfeil, der um die Ecke geht, also zurückgehen. Hier haben wir OK und hier haben wir ein Rad, was halt silber ist. Kann man es drehen? Man kann es auch drehen. Also das Rad kann man drehen und hoch runter drücken. So, dann haben wir hier vorne die zwei, zum Stellen, damit das Bild scharf wird und kippen und so. Auf der Seite haben wir die ganzen Anschlüsse, also was wir machen können. Wir haben, warte, da muss ich erstmal gucken, genau, das ist für Kopfhörer, ein Klinkeanschluss. Das ist ein AV-Klinkeanschluss. Hier haben wir für SD-Karten, hier haben wir ein USB, aber hier steht auch nicht da, was für ein USB das ist. So, dann haben wir hier HDMI. Hier haben wir noch VGA. Wer nutzt denn heutzutage noch VGA? Aber es gibt wohl welche für Schulen oder so, die noch alte PCs haben. Wer für VGA gesorgt? Wir haben hier hinten noch ein schwarzes Feld. Ich denke mal, das könnte vielleicht für der IR-Sensor sein. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier hinten halt so ein paar Lüfter. Auf der anderen Seite haben wir hier den Stromkabel. Hier auch nochmal Lüfter. Und unten haben wir dann, ich mach mal so, so Sterne, wo halt auch Lüfter ist und hier, also Luftlöcher und dicke, fette Gumminippen. Ich zeig euch mal also die Standfüße sind wirklich dick und fest. Und jetzt sind alle so. Und dann haben wir halt hier noch die Schraube, für, dass man den halt. Ne? Und hier ist auch noch mal so ein schwarzer Punkt. Also ich denke mal, der wird zwei IR-Sensoren haben, einmal vorne, einmal hinten, dass wir den auch vernünftig bedienen können. Dann haben wir hier die Klappe, die wir halt auf und zu machen können, weil muss ja die Linse geschützt sein. Ich lasse mal das hier noch dran, weil ich habe Angst, dass mir das zerkratzt. Aber der sieht vom Optischen, sieht er ja schnucklig aus, muss ich sagen. Also wenn man jetzt nur rein das Optische bewertet, dann sieht er ja schnucklig aus.
Die Druckknöpfe haben einen schönen Druckpunkt. Sitzt auch fest. Ja, dann werden wir den gleich mal anschließen und mal nutzen. Mal gucken, wie er sich schlägt. So, dann müssen wir aber erstmal das Schräubchen reinschrauben. Ich weiß noch gar nicht, wo ich an welche Wand das machen will oder kann. Weil oben bei meiner Frau darf ich das nicht aufnehmen. Die hat schöne glatte Wände. Da haben wir eigentlich auch den alten Beamer getestet. Ich kurbel das einfach mal komplett runter. Müssen wir mal gucken. Dann projiziere ich das mal von hier aus auf die andere Wand. Dann muss ich halt jetzt nur erstmal gucken, dass ich halt dann irgendein HDMI-Gerät, irgendeine Quelle, dass wir irgendwas dahin leiten können. Würde ich jetzt mal so sagen. Also da müsste ich jetzt hier mal kurz unterbrechen. Ich muss auch das Bild abnehmen und ein bisschen vorbereiten. So, ich habe jetzt alles vorbereitet. Ich habe mir zwei Sticks gemacht. Auf dem ist ein Full-HD-Video von mir und auf dem ist ein 4K-Video von mir. So, aber ich habe die Fernbedienung vergessen. Die habe ich am Tisch liegen gelassen. So, jetzt gucken wir mal. Ich richte euch mal am besten zum Beamer, damit ihr auch seht, was da passiert. Wenn der Kater mal nicht so kamerageil ist. Tja, gehst du mal runter, Papa macht Video. So, jetzt müssen wir erstmal hier abmachen. So, stellt immer noch ein bisschen weiter rüber. Machen wir mal an, springt auch gleich an. Ist leiser, als ich gedacht habe. So, jetzt müssen wir noch. Oh, der ist aber, holla, ist der groß. Die Entfernung. So. Ist auch gar nicht so laut. So, ich richte euch mal nach drüben auf die Wand, dass ihr seht, was da jetzt passiert. Ich mache mal Licht aus. Also es ist ein Bild, obwohl Licht an ist. Aber ich denke mal, so könnt ihr besser sehen. So, wir müssen mal gucken. Nicht wundern, da oben in der Ecke, das sind noch zwei Bilder, die ich vergessen abzuhängen, weil ich habe nicht gedacht, dass es so groß ist. So. Wir können ja mal gucken. So, können wir hier noch schärfer stellen. So. Holy fuck. So. So, ist scharf. Dann haben wir hier noch ein Rad. Da können wir das dann so kippen. Und wir machen es mal gerade. Ach. Also wie gesagt, so ist ernst gekippt. So. Nicht wundern, dass es bei mir an der Tür so ein bisschen drüber ist, das ist nicht, weil ich sie kippt habe, das ist, also da auf der Seite, das ist, weil bei mir alles hier schief ist. Die Tür ist schief, die Wand ist schief, dann kommt der Kabelkanal und so. So. So lassen wir das jetzt einfach mal. Und dann müssen wir mal Deutsch suchen. Deutsch ist hier unten. Und hier oben, da müsst ihr auch nicht, da müsst ihr nicht hingucken. Da habe ich zwei Löcher bzw. Schrauben sind da an der Wand, weil da ist ja eigentlich mein Assassin's Creed Bild. So, wir haben kein Signal. Logisch. Ich mache jetzt einfach mal. Den USB-Stick ran.
Mal gucken. So, was haben wir denn hier? Bildmodus. Standard. Soft. Benutzer. Ah, da können wir noch Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe. Wir lassen mal Standard. Ich lasse mal ganz normal Standard drin. Wir wollen hier gucken, wie die Standard einstellen. Ach, eine falsche Taste. So. Ach, hier können wir umschalten auf USB. Schönes Menü. Kommen wir gleich noch hin. Ich muss nur noch gucken. Wir wollen ja hier erstmal noch weiter gucken. Farbtemperatur haben wir mittel. Ja. Und da haben wir dann halt mittel, warm, Benutzer, kalt. Ich lasse aber mittel drin. Da gehe ich immer raus. Also muss ich dann was anderes drücken, okay? Ich drücke immer die Zurück-Taste und denke, die ist zurück. Die ist aber nicht zurück. Seitenverhältnis haben wir automatisch 4:3 und 16:9. Wir lassen natürlich 16:9. Aha, gut, ich muss die mit den Strichen drücken. Rauschunterdrückung haben wir aus. Niedrig, mittel, hoch, Default. Wir lassen mal mittel. Bildschirm können wir jetzt nicht drauf, also auf dem Bildschirm können wir nicht drauf gehen. Das ist ausgegraut. Projektorform. Ah, gut, da können wir halt einstellen, ob er halt steht, ob er hochkant ist, ob er umgedreht ist, aber wir haben ihn ganz normal stehend. So, und hier. Reduce Display. Habe ich jetzt in dem Umblick ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was Reduce sein soll. Geht von 75 bis 100. 100 ist Standard, wir lassen mal 100 drin. Dann können wir noch weitergehen. Da haben wir noch. Ich bin auch gespannt, wie die Lautsprecher und ob hier Lautsprecher überhaupt drin sind. So, Effekt, Standard, Musik. Film, Sport, Benutzer. Wir machen auf Film. Balance. Ja, da können wir halt Plus, Minus machen. Das ist klar, Standard. Autovolumen. Ein oder aus. Lassen wir mal aus drin. Ne? Menüsprache Deutsch. Default. Aus. Nein. Niedrig, mittel. Okay. Ah, da sieht man dann unten, dass es dann mit Weiße ein bisschen schärfer wird. Oder nicht so. Wir lassen mal aus. Ah, für das OSD ist halt das Menü, wie lange das sehen soll. Software-Update per USB. Dann können wir ein Software-Update machen. Haben wir jetzt natürlich kein USB dran. Mit einem Software-Update. Ja, Effekte, Menü. Und dann sind wir wieder bei Bildschirm. Dann können wir halt rausgehen. Und dann haben wir hier Musik, Fotos, Texte. Ich habe Musik, habe ich drauf. Ach nee, auf dem habe ich keine Musik drauf. Ah, falscher Knopf. Fotos. So. Achso, dann müssen wir erstmal C drücken. Okay. Okay, und ich habe hier einen Ordner gemacht, der nennt sich. AA-Test habe ich den genannt. Das ist mein USB-Stick vom Auto, da ist halt Nachtblut drauf und für die Kinder sind hier halt Lieder drauf und Hörspiele. Was lustig ist drauf, Dieter. Inkhof oder so heißt der, den habe ich durch Zufall gefunden, der ist ganz lustig. Willengötter, Skaldenmied, JBO, Toxpark, Trailerpark, das ist für meine Frau, weil die Trailerpark total feiert. Können wir aber nicht hören, wenn die Kinder mit bei sind. Also nicht alle Lieder halt,
Alligator auch für meine Frau, weil die auf Alligator total steht. Montana Black, achso, das ist das Hörbuch von Montana. Das haben wir schon durchgehört. So, wir gehen auf Test. So, und dann haben wir hier, Odin war einkaufen. So. Jetzt starten wir jetzt einfach mal. Wieso will er das nicht starten? Bin noch auf Filme drauf oder war ich bei Musik drauf? Filme? Kann müssen sein, dass er mit dem Codec nicht klarkommt. Ja, die Videoframe-Rate, die stimmt nicht. So, dann machen wir das mal raus. Ich mache hier den anderen Stick rein. Oder war das? Habe ich das in 4K gemacht? Nee, das war 1080p mit 60 FPS war das. So, Test. Videoproc. Da dürfte auf jeden Fall starten. Das ist das 4K-Video. Gut. Aber ich habe da ja noch ein anderes Video drauf. Ne, hier war das andere Video noch drauf. Hätte gar nicht rausnehmen müssen. Video. Santiano MTV. Mach schon mal leiser hier. Oder ohne starten. Machen wir sicherheitshalber erstmal leiser. Wir hängen gerade. Ah, hier können wir auch switchen. Okay. Ah, okay. Wir können praktisch auch mit der Taste hier durchgehen. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Format das ist. Ich glaube, ich muss da mal noch ein Video vorbereiten. So, ich habe jetzt noch ein paar Filme aufgemacht. In den Testordner. Ich habe jetzt auch vergessen zu gucken, ob ich den Stick vielleicht zu früh rausgezogen habe und dass das Odin war einkaufen, deswegen vielleicht nicht funktioniert, weil es ist 4K mit 60 FPS, sollte eigentlich unterstützt werden. So, mega fehl, will er nicht. Aber das nächste macht er. Das ist Friedhof der Kuscheltiere. So, dann haben wir noch das Tattoo-Intro, ist auch MP4. Output. Noch mein Intro. Auch MP4. Also ich muss sagen, der Lautsprecher ist recht gut dafür, dass er so clean ist. Und ich habe den gerade mal hier auf... Ja, gehen wir mal hoch. Klatschen das Ding mal hier komplett hoch. Der Tutorial will er auch.
So, ich mache das mal jetzt auf 100% hier. Dann weiß ich, woran der Fehler liegt. Ah, falsche Taste. Ach, ich habe nur verschoben. So. So, machen wir mal. Tattoo-Intro. Will er nicht, habe ich mir schon gedacht. Das ist nicht mit 60 80. Oh. Also für so einen kleinen Lautsprecher, was da drin ist, hat der ordentlich Bums. Das macht er auch. Jetzt gucken wir nochmal nach, ob ich habe einmal zu viel gedrückt. Ich will jetzt mal gucken, wie es aussieht. Man sieht halt immer noch Bild. Ich richte mal das jetzt Richtung Decke. Achso, Tattoo-Intro wollte er ja nicht. Oh, man sieht immer noch was. Ist zwar nicht mehr so hell. Man kann aber sehen. Also finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Informationen gedrückt oder so. So, also. Man kann ja auch, was meine Frau damit machen will, man kann ja auch auf dem USB-Stick ein Bild machen, also ein Schwarz-Weiß-Bild oder halt nur die Umrisse von irgendeinem Bild. Also halt, nie was nicht ausgemalt ist. Oder halt ein ausgemaltes wie Kretschek jetzt, also Maulwurf, der heißt in Polen, weil meine Frau ist ja, kommt ja aus Polen, heißt der Kretschek, Maulwurf. Bei uns der Maulwurf von Sendung mit der Maus. Kennt bestimmt jeder von euch. Und den will meine Frau im Kinderzimmer an die Wand machen. Und da werden wir dann ein schönes Bild aussuchen, das Dame auf dem USB-Stick, dann an die Wand. Und dann ummalt sie das, so wie die Linien da sind, und dann malt sie den aus. Also dann wird dann nochmal daneben projiziert, dann rutscht mal das Stück daneben, damit sie mit den Farben genau hinkommt und das alles noch sieht. Und dann malt sie den Kretschek aus. Für unsere Kleine. Ich habe jetzt geguckt, also. Aber laut Anleitung, wartet, ich, so, laut Anleitung macht er 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, hier steht aber die Herzzahl irgendwie beim Strom, das würde nicht sein. Formate unterstützt da ACC, MP2, MP3, PC, PCM, FLAC und WMA bei Audio. Und bei Bildern BMP, JPEG, PNG, GIF und JPEG, also JPG und JPEG. So, dann Format für Videos, was da unterstützt. AVI, MP4, MKV, FLV, das war halt Friedhof der Kuscheltiere, MOV, RMVB, 3GP, ein Asbach uraltes Handyformat. Ich weiß gar nicht, ob das noch unterstützt wird, ob das überhaupt noch so genutzt wird. Das von den alten Nokia-Handys oder so, wo man noch Videos machen konnte und auch die teilweise danach, besser gesagt, die haben im 3GP-Format aufgenommen. MPEG 1, MPEG 2, H.264 und XVID. Was mir halt ein bisschen fehlt, ist die Information, wie viel der unterstützt, also wie viel Hertz der unterstützt, weil
ich weiß jetzt gar nicht, mein Video war, glaube ich, 30. Ja doch, das Intro und mein Out, mein Intro und mein Tutorial-Intro sind Full HD, also 1080p mit 30 FPS. Die anderen Videos, außer bei Friedhof, das weiß ich nicht, sind mit 50, teilweise 60 Hertz. Also FPS, Hertz. Ja, also da, also scheint da wohl 50 und 60 nicht zu machen. Der scheint nur bis 30 zu gehen. Aber das ist komischerweise irgendwie bei meisten kleineren Geräten Standard. Auch bei den HDMI-Splittern und Verteilern und so, da ist irgendwie 24, 25, 30 Hertz, also FPS. Okay, aber findet man halt auch selten welche im normalen, günstigeren Preisraum, die bis 50 oder 60 FPS unterstützen. Also wir halten fest, Bild ist okay. Ist, also ich finde es sogar gut. Ton macht er auch. Da ist der Lautsprecher hier drin irgendwie verbaut. Also ich, der kam von hier so eher so rechts. Macht. Es ist keine Soundanlage, brauchen wir uns nicht vormachen, aber er macht einen guten Sound. Wir haben genug Anschlussmöglichkeiten. Wir haben ein Bedienfeld auf dem Beamer direkt. Wir haben eine Fernbedienung dazu. Jo. Macht sich eigentlich ganz gut. Aber halt, es werden nur bis 30 FPS unterstützt. Ja, und 4K war mir klar, das war nur ein Testballon. Da habe ich gedacht, vielleicht regelt er ja ein bisschen runter oder so. Aber macht er nicht. Also wirklich nur, so wie da steht, mit 1080p, also Full HD, HD Ready. Ja, und dann halt darunter. Aber wer will denn schon eine Qualität darunter haben? Wir haben hier noch Anschlussmöglichkeiten. Wir haben USB, wir haben zwei Klinkeanschlüsse, einmal für Audio, damit wir praktisch Kopfhörer anschließen können, wo wir dann auch Sound anschließen können natürlich. Dann ein AV-Klinke, das ist dann halt für den, dass wir dann noch ältere Geräte anschließen können. Ja, so ein Videorekorder oder was weiß ich, Camcorder, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 schon, ja doch, die regelt runter. Könnte man auch, die hat man auch Klinke, oder? Ne, PS3 nicht, PS3 hat ja dann nur mit den 5 Anschlüssen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber PS1, PS2 oder alte Spielekonsolen, die halt das unterstützen, kann man dran anschließen und dann halt auch über den Beamer spielen. Bild ist schön groß, also auf die Entfernung jetzt, was ich hier habe, finde ich das ganz gut. Qualität vom Bild, also vom Video, war ich eigentlich sehr positiv überrascht. Dass das so gut ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Aber halt, wie gesagt, nur 30 FPS. Also das muss man dazu sagen. Ich werde den jetzt testen, aber nicht hier unten auf der Strukturtapete. Ich werde den dann oben testen bei der Kleen. Ich werde ein Fire TV anschließen und dann werden wir darüber Fire TV gucken. Beziehungsweise Musik hören, Amazon Music, Spotify und YouTube-Videos gucken, weil da haben wir auch so einen Kinderkanal, wo so Kinderlieder kommen. Das hat meine kleine Tochter halt so ein paar Lieder, Lieblingslieder, das ist gerade so schief. Händewaschen geht immer in 50 verschiedenen Varianten. Können wir mal bei Reaction drüber quatschen auf Twitch. Kann ich euch mal ein paar Ausschnitte zeigen. Jo. Dann soll es soweit gewesen sein. Ich werde ihn jetzt erstmal testen. So im ersten Augenblick macht er einen Eindruck. Scheint sehr gut verarbeitet zu sein, so jetzt im ersten Augenblick. Keine scharfen Ecken, Kanten, nichts abgeplatzt, gar nichts. Also ist ein schöner Beamer. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, sind halt die 30 FPS. Und dass es nicht höher geht. Muss man selber wissen, ob ihm das reicht oder ob man da mehr haben will, dann müsste man dann zu einem höherwertigen greifen. Die machen auch andere, die auch dann noch höher vom Preis sind. Ich werde auch gleich am PC nochmal gucken, ob die anderen dann vielleicht mehr können. Da bin ich jetzt auch neugierig. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.